Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. So, ja, in der letzten Folge lief es schon wieder nicht so gut, aber jetzt befinden wir uns gerade wieder hier auf Route und gehen mal in den nächsten Trainerkampf. Es scheint auf jeden Fall noch ein bisschen zu dauern, bis wir denn wirklich die Pokémon-Liga machen, aber nun denn. So, Entoron. Entoron ist auch so ein Klassiker. Hab ich auch schon mehrmals im Team gehabt. Wir haben einen Ladungsstoß. Easy peasy, zum Glück. Golking. Nö, das müsste Voltenso auch hinbekommen. Einmal wieder der Ladungsstoß. Philippa. Sejong. Ja, Sejong bringt uns nicht viel. Müssen wir eh gleich wieder wechseln. Wir brauchen eh wieder ein neues Pokémon. Aber was soll's. So, weiter geht's. Oh, da ist noch jemand. Trautmann. Der nutzt Entoron. Wolke 7. Ja, ich hoffe mal, das macht jetzt nicht so den Unterschied. Nö. Zack, Level up. Sehr schön. Pentoxa, ja, unser Lieblings-Pokémon. Oh, weiter kämpfen. Oh Gott, nein. Wir machen trotzdem Ladungsstoß. Oh, zum Glück mussten wir nicht Kapilz benutzen. So, aktuell gibt es hier noch ein bisschen Erfahrung. Also ist ganz gut, dass wir das jetzt machen. In Vorbereitung für die Liga. Ja, grundsätzlich. Das ist eh wieder ein Pelipper da. So, wer bist du? Oh, ich habe nicht damit gerechnet, mit einem mehr auf einen anderen Trainer zu treffen. Wir sollten kämpfen, findest du nicht auch? Ja, mitten auf dem Ozean. Lass uns kämpfen, Dita. Krebutak. Haben wir schon mal gegen Krebutak gekämpft in diesem Spiel? Natürlich auch alles schon wieder vergessen, ne? Hier, komm. So, und weiter geht's. Wenn hier so Inseln sind. Ja, wir lassen mal Schutz im Moment aus. Ich hoffe, wir werden nicht jetzt alle 3 Meter angegriffen. Himmelturm. Flossbrunnen. Komm, wir gehen mal zum Himmelturm. Ich weiß nicht, ob wir da schon was machen können. Wer bist du denn? Jenseits dieser Grenze dürfen nur jene wandeln, die sich als würdig erwiesen haben. Ah, okay. Mit anderen Worten, wir dürfen erst nach der Liga hier hin. Das scheint mir vermutlich irgendein Ort zu sein, wo wir legendäre Pokémon finden. Können wir hier durch? Ja, können wir. Hey, Dude. Ah. Nein. Doch nicht immer diese Tentoxa und Tentachas. Das sind die Zubats des Meeres.
Niemand mag Zubat. Niemand. Hey, wollte gerade sagen, jetzt bleib doch mal stehen. Was finden Männer bloß an Bikinis so toll? Die starren mich alle an. Wer will's hier sagen? Ich werd's nicht sein. Perlu. Perlu haben wir auch noch nicht gefangen, ne? Oder doch? Ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Ich könnte jetzt hier an Pokédex gucken. Aber ich erinnere mich nicht daran, ein Perlu gefangen zu haben. Du bist mir überlegen, ja. Mehr und noch mehr. Soweit das Auge reicht, nur Wasser. Allmählich fängt es an, langweilig zu werden. Ja, fühle ich, Bro. Fühle ich. Benno. Ein Seemon. So, das war Seemon. Ja, Logok. Logok kämpft nie. Logok levelt einfach so. Au, Garados. Weiter. Ja, das ist nicht gut. Wir bleiben trotzdem beim Ladungsstoß. Easy peasy. Pilz, auch schön, Level up. Und wir schwimmen mal weiter. Da, oh, da ist noch jemand, den wir angreifen können. Stopp. Hey, hier geblieben. Du und ich, wir kämpfen jetzt. Ja, ich bin gerade, habe mich dir in den Weg gestellt. Ich bin dich abgehauen. Oh, du siehst genauso aus wie die andere von eben, Janka. Seid ihr Geschwister? Starmie. Starmie wird für mich auf ewig mit Misty in Verbindung bleiben, in Verbindung stehen. Sterndu und Starmie sind für mich Misty-Pokémon. Ich probiere mal einen Donner. Mal Angst, dass Donner nicht trifft, aber irgendwann muss ich es ja mal einsetzen. Oh, Gardevoir, auch ein Level Up. Sejong, ja, das ist schön, Sejong. Wie gesagt, du bist schöner, als du aussiehst. Oh, da ist hier Doppelkampf. Ja, passt. Zack. Wir hängen uns jetzt rein und zeigen dir, was ein Geschwisterpaar im Kampf so drauf haben kann. Wir sind Geschwister, sollen wir mal mit vereinten Kräften gegen dich kämpfen? Do it! Let's do it! Tobi und Una. Ja gut, der Voltenso macht 1 Donner auf Azumarill. Und Kapilz macht 1 Samenbombe auf Sejong. Das macht Azumarill weg. Ich glaube, die hatten auch nur die beiden Pokémon, ne? Da kommt jetzt kein neues nach. Sehr schön. So hatte ich mir das gedacht. Mein Schwesterchen und ich haben uns so reingehängt, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Selbst mit vereinten Kräften war ein Sieg einfach nicht drin für uns. Es tut mir doch leid, aber ihr habt toll gekämpft.
Ich schwöre. So, wir sind angekommen in Flussbrunn. Ich hoffe, hier gibt es ein Pokémon Center. Ups. So, wer bist du? 6 Punkte öffnen 3 Türen. Mein Großvater sagte das immer, aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Oh, wir werden irgendwo vor einem Rätsel stehen. 6 Punkte, 3 Türen. Alles klar. In der Hörnregion gibt es 3 Pokémon, welche die Stärke von Gestein, Eis und Stahl verkörpern. Ah, 6 Punkte. Ich weiß, welche Pokémon. Man sagt, sie verstecken sich in Höhlen vor den Augen der Menschen. Diese Geschichte wurde mir als Kind schon erzählt. Ja, wer könnte das wohl sein? Mit Punkten. Pokémon mit Punkten, ne? Nein, 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 nein. Ich wollte was ganz anderes einsetzen. Das hier wollte ich einsetzen. Da funkelt was, seht ihr das? Aber da kommen wir nicht per Fuß hin, dann müssen wir wohl schwimmen. Warte mal, was hat er denn zu sagen? Die Einwohner von Flussbrunn angeln und tauchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das machen die gut, hoffe ich. Zumindest jetzt mal. Fangamanit. Wir finden irgendwie nur Mega-Entwicklungskram für Pokémons, die wir nicht haben, ne? Aber was soll's. Schau mal, ist das nicht hübsch? Die Häuser wurden auf dem Wasser gebaut. Ich wurde hier geboren. Ja, ist cool. Ist cool. Bisschen anfällig fürs Meer, so, aber ist cool. Man sagt, die Vorfahren der Menschen in den Flussbrunnen hätten an Bord von Schiffen das Licht der Welt erblickt und dort auch ihren letzten Atemzug getan. Diese Lebensart ist verständlich, denn sie waren auf der Suche nach etwas. Okay, okay. Flussbrunn schwimmt auf einer Kolonie von Corazon. Glaubst du mir das? Stimmt. Du, sag mal, welches Navi benutzt du am meisten? Ich selbst kann mich ja nur schwer vom Videonavi losreißen. Ja, das Videonavi habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir dein Pokémon-Team fit machen? Ja, mach mein Pokémon-Team fit. Nice. So, dann lasst uns mal schauen. Wir brauchen ein weiteres VM-Pokémon. Was haben wir denn im Angebot? Wir haben hier Lantern Level 30. Lantern ist cool. Sumarill ist auch cool, aber ich will eigentlich kein cooles Pokémon dafür verschwenden, ne? Binion. Ah. Nein. So, jetzt gehen wir hier wieder in unseren Beutel mit den VMs. Binion kann Kaskade, das ist schon mal gut. Ja. Ja. Ist völlig egal, weil der am Ende eh nur Attacken, nur VMs können wird. Schwupp. So, jetzt kriegst du noch Taucher. So, Liebreiz, kommt weg. Immer einmal zu viel wieder zurück. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Surfer. Ja. Ja. Ja, dann kann die Aquawelle weg. So, ich guck mal, welche anderen VMs Finneon kann. Zerschneider kann's nicht. Zertrümmerer kann's nicht. Stärke kann's auch nicht.
Ja, Taucher, Kaskade. Gut, das bringt uns absolut gar nichts, dieses Pokémon. Außer, dass wir halt ein Pokémon brauchen, was jetzt Kaskade kann. Mit Dennis nützt ja alles nichts. So, gehen wir hier unten hin. Komm. Ah, komm, geh da hoch, ey, Mann. Zwischen Flussbrunnen und Greifelport City gibt es eine reißende Meeresströmung. Wenn du dort Surfer unbedacht einsetzt, kann es sein, dass du fortgetrieben wirst. Oh. Gut zu wissen. Hast du schon viele verschiedene Pokémon getroffen? Ich wollte, ich wäre du. Wie du, nicht du. Hallo Trainer, würdest du Pokémon mit mir tauschen? Da ich hier Flussbrunnen lebe, kann ich nämlich nur bestimmte Pokémon fangen. Hast du vielleicht einen Blubella? Würde dir auch mein Corazon dafür geben. Haben wir einen Blubella? Ich glaube, wir haben gar keinen Blubella, oder? Sieht schlecht aus. Hm, jetzt will ich einen Blubella haben. So, Moment. Das wird einmal... Nein. Ja, ich bin genauso enttäuscht wie du. Das kannst du mir glauben. Ich war an einem dieser wundersamen Orte. Dessen bin ich mir ganz sicher. Doch ich leider habe ich vergessen, wie ich dorthin gekommen bin. Dabei war auf mein Gedächtnis bislang stets Verlass. Vergesst dich werden ist nicht schön. Psychoschock. Psychoschock. Meiner Meinung nach ist das Phänomen der erscheinenden und wieder verschwindenden wundersamen Orte auf witterungsbedingte Luftspiegelung zurückzuführen. Oder tauchen diese Orte plötzlich aus dem Nichts auf und verschwinden dann auf mysteriöse Weise wieder. Man weiß es nicht. Hier in der Hörnregion soll es einige sogenannte wundersame Orte geben, die man zu Fuß nicht erreichen kann. Doch das ist nicht alles. Aus irgendeinem Grund tauchen diese Orte aus heiterem Himmel auf, nur um dann auf ähnlich geheimnisvolle Weise wieder zu verschwinden. Mal schauen, Psychoschock ist 180 und Spezial. Ich guck mal einmal, ob wir da bei Gardevoir was mit anfangen können. 180. So, 190. Ja, tut mir leid. Psychoschock bringt uns gar nichts. Nö. Ach, diese Menüführung wieder. So, da waren wir. Jetzt gehen wir mal darüber. Marill. Die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs, der Vorsitzende, bin ich. Ach du schon wieder. Zwar nicht, aber ich bin sein Bruder. So, bin ich zwar nicht, aber ich bin sein Bruder. Ich genieße hier die Fähre mit meinen Pokémon. Ja, das tue ich. Ah, dein Pokémon. Es mag dich offensichtlich sehr. Ein derart liebevolles und wunderbares Pokémon verdient einen TM wie diese. Rückkehr. Wenn ein Pokémon dich sehr mag, steigt die Stärke von Rückkehr. Wenn es dich nicht mag, steigt indes die Stärke von Frustration. Was ist denn eine Rückkehr für ein Typ? Ach, normal. Kein Mensch braucht normale Attacken. Ja, bevor wir die anquatschen, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut, würde ich sagen, wir beenden diese Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir uns dann vielleicht nochmal eben auf den Weg nach Graffitport City machen, dann haben wir die Routen da auch abgearbeitet und danach schauen wir da mal weiter. Dann können wir uns langsam, wir haben ja jetzt Kaskade, Richtung Liga bewegen und da noch ein bisschen leveln und bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis bald.